gehört, nämlich Andreas Ogris. Ein Fehltritt im Cup gegen die Wiener brachte ihm eine Sperre von 4 Spielen ein. Aber noch mehr als die saftige Geldstrafe, die er aufgepumpt kam, ärgerte ihn, dass er nicht spielen kann, denn er ist ein Besessener des Fußballs. Vielleicht wird mit dieser Sperre der Hitzkopf ein bisschen kühler. Andreas Felber ist der Frage nachgegangen. Herr Ogris, was ist das für ein Gefühl, das Spiel hinter Gittern zu verfolgen? Na gut, das ist kein ungewohntes Gefühl. Ich habe schon öfters da herumgesessen und habe zugeschaut, aber natürlich auch so, ich war viel lieber unten und nicht unten spielen, als da herumsitzen. Welche Lehren haben Sie aus diesem Missgeschick, aus diesem Fehltritt gezogen? Was soll ich aus dem für Lehren ziehen? Ich habe selber gewusst, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber das ist einfach eine Situation. Da schaltet halt alles aus, dass der Blackout und machst halt einen Touch, aber ansonsten kann ich mir nichts vorwerfen. Ich habe bis jetzt in der Meisterschaft in 10 Runden keine gelbe Karten gekriegt. Das heißt, ich bin eigentlich eh lahmfromm, nur ist man halt auch mit die Sicherung durchbrennt, bin eh selber bestraft worden. Wie sehr schmerzt diese Tatsache, dass Sie jetzt gesperrt sind, dass Sie sich sowohl aus der Nationalmannschaft rausgespielt haben und auch der Austria im Moment nicht helfen können? Schmerzt natürlich sehr, aber wer in Ogris kennt, der weiß ganz genau, dass er wieder zurückkommt. Gerüchten zufolge macht es Ihnen heute gar nichts aus, dass Sie nicht spielen, dass Sie daher nicht gegen Manfred Schack spielen müssen. Das ist ein falsches Gerücht, ich hätte sehr gern gegen Manfred Schack gespielt. Erstens einmal, weil er ein langjähriger Freund ist und zweitens einmal, weil ich ganz genau weiß, dass ich bei ihm vorbeigegangen war, wenn er nicht da war. Wer geht jetzt vorbei? Der Brummer. Ja, und der hat früher für die Linzer gespielt. Wir werden ja sehen, ob der Andreas Ogris mit seiner Prophezeiung da recht hatte. Mit Manfred Schack sind die Linzer jedenfalls stärker geworden und in den letzten 3 Spielen haben sie keinen Gegentreffer kassiert. Aber auch die Austria hat seit 6 Spielen nicht mehr gewonnen und das war so der Einbruch, den der Trainer Walter Skocic prophezeit hatte. Für Manfred Schack war es in jedem Fall ein besonderes Spiel bei dieser Heimkehr ins Horststadion. Ja, und hinter dem Libero steht bekanntlich der Torhüter und der heißt Željko Pavlović und hätte eigentlich einem schon vor dem Spiel leid tun können. Wenn man sich die Statistik zwischen dem FC Linz und der Austria ansieht, in den letzten 13 Jahren gab es nicht nur regelmäßig Niederlagen bei der Austria für die Linzer, sondern Demütigungen. Immer wieder, mit regelmäßiger Häufigkeit wurden sie mit mindestens 3 Toren Unterschied nach Hause geschickt. Werden wir sehen, wie es heute läuft. Am Anfang einmal ging es recht hart zur Sache. Rachimov an Madlener mit der Folge einer gelben Karte. Das Revanche-Foul sehen wir hier, ebenfalls Madlener. Das spielerische Element, das kam zu kurz in den ersten Minuten. Die Austria leicht überlegen, aber mit viel Stückwerk und diesem Weitschuss von Rachimov. Der wenigen flüssigeren Aktionen in der Anfangsphase. Leitner nach dieser Flanke von Flögel. Aber die Highlights in dieser Partie waren anfangs spärlich. Die Linzer auch noch mit einigen Startschwierigkeiten. Hier zögert Gschneidner, aber rettet im letzten Moment vor Flögel. Abseitsfalle der Linzer hat nicht geklappt. Missverständnis zwischen Torhüter Pavlović und Gschneidner. Aber im letzten Moment kann Gschneidner klären. Aber von diesem Zeitpunkt an wurde die Partie lebhafter. Zunächst einmal der FC Linz. Lienemeyer kehrt von Rachimov, Mückland, wunderschöner Weitschuss und ebenso schön die Parade von Franz Gruber. Technisch perfekt gemacht vom norwegischen Teamspieler und Franz Gruber muss erstmals eingreifen. Astafjev wird immer besser im Laufe des Spiels. Brummeier und das 1:0 für die Austria. In der 24. Minute trifft Ronald Brummeier gegen seinen Ex-Club. Sein 4. Saisontor
ganz abgeklärt, hat er hier vollstreckt. Und Teuter Pavlovic wird getundelt, wie es unsere deutschen Nachbarn immer so trefflich sagen. Und einer hat schon gewusst, der Non-Playing-Captain Andy Ogris. Er hat auf Ronald Brunmeier schon vor der Partie gesetzt. 1:0 für die Austria und damit war der Bann gebrochen. Von jetzt an lief die Maschinerie in der Offensive der Austria. Flügel war das mit der nächsten guten Chance. Fast 2 Monate schon der letzte Sieg der Austria her. Und die 3500 Zuschauer im Hallstadion sehen jetzt wirklich schöne Aktionen. Flügel. Brunmeier. Flügel. Leitner. 2:0. In der 32. Minute. Und dieses Datum, den 12. Oktober, den wird er sich im Kalender rot anstreichen. Der Jürgen Leitner. Sein erstes Bundesliga-Tor und ein schönes obendrein war's. Schöne Vorlage von Flügel. Und flach ins kurze Eck. Keine Chance für Torhüter Pavlovic. Wieder Astafjev. Wieder Brunmeier. Aber diesmal nur die Stange getroffen. Ja, man war sich scheinbar auf Seiten der Austria sicher, heute zu gewinnen. Gab sogar ein Wettspiel im Hallstadion. Im Falle eines Sieges der Linzer oder eines Unentschieden hätte jeder zahlende Besucher heute ein freies Ticket für das große Derby gegen Rapid bekommen. Aber im Moment die Austria auf Siegeskurs, wieder Astafjev. Starker Antritt des Mannes aus dem Baltikum. Mit gewaltischer Kraft, könnte man sagen. Aber es bleibt zur Pause beim 2:0. Und wir zeigen Ihnen jetzt den Tennispartner von Didi Constantini. Und den Trainer der Woche. Ehre, wem Ehre gebührt. Viele Hände gab es zu schütteln für Herbert Braska in der Pause. Vor einer Woche noch als Austria-Coach im Gespräch. Jetzt gehört seine Zukunft mit Sicherheit dem Team Austria, nämlich jenen in Schwarz-Weiß. Zurück zur violetten Austria. Die setzte in der zweiten Spielhälfte dort fort, wo sie in der ersten geendet hatte. Mit viel Druck und guten Chancen. Brunmeier mit der nächsten. Ganz stark heute gegen seinen Ex-Verein. Flanke von Gaga. Mit dem Innenrist. Aber an Pavlovic gescheitert. Die Austria-Abwehr wenig beschäftigt, auch in der Anfangsphase der zweiten Spielhälfte. Astafjev gegen Chuck. Foul oder nicht? Die Zeitlupe gibt Aufschluss, Astafjev war der Schnellere, klares Foul. Über gelbe Karten freut man sich ja als Spieler im Allgemeinen nicht. Über diese kann sich Manfred Schack aber allemal freuen. Hier hätte es auch Rot geben können. Freistoß für die Austria. Herbert Gaga, kein Problem für Pavlovic. Fehler von Brunmeier, einer der wenigen Konter der Linzer. Brenner. Und jetzt schauen Sie sich an, der Ronald Brunmeier übers gesamte Feld hat er den Brenner verfolgt und auch noch geklärt. Heute wirklich überall zu finden, die Sturmspitze der Wiener Austria. Wieder Astafjev, der Ideenträger im Spiel der Austria. Und Chuck klärt zur Ecke. Ruhiger Nachmittag für ihn. Für Franz Gruber. Für ihn keineswegs. Die Austria weiterhin tonangebend. Bei den Linzern fehlt der Mann, der hier einen Umschwung herbeiführen könnte, der Ruhe ins Spiel bringen könnte. Nächste Chance war das von Astafjev. Um den Ball. Rachimov. Schöner Pass von
Flügel auf Astafjev. Immer noch Astafjev. Rachimov. Will er einen Elfmeter? Aber darüber kann wohl nicht nur Manfred Schack lächeln. Ist hier selbst zu Fall gekommen. Der Legionär bei der Austria, der heute auch eine gute Partie spielt. Ja, es wurde viel gekämpft und gerangelt. Gespielt in der Schlussphase weniger. Das Spiel entschieden, die Austria kontrolliert die Partie. Nach Belieben, Glatzer kurz zuvor für Rachimov ins Spiel gekommen. Mit der nächsten Chance. Der besorgte Blick kann wohl nur der Schwäche im Abschluss seiner Mannschaft gelten. Nicht im Spielstand. Die Austria führt mit 2:0. Und ganz bezeichnend für das gesamte Spiel diese Szene. Ein beherzte Attacke von Brummeier. Ein Tor hat er erzielt. Ein paar mehr hätten sein können. Energischer war die Austria über 90 Minuten. Der FC Linz verliert mit 0:2, schneidet aber so gut ab wie schon seit 13 Jahren nicht im Allstadion, so kurios das klingen mag. Und die Austria-Fans dürfen sich nach 2 Monaten wieder freuen über einen Austria-Erfolg. Begeisterung war groß, die Fans haben das Spielfeld sogar gestürmt. Und leider, leider gibt es halt immer wieder ein paar, die es übertreiben, die diese Jubelstimmung ausnützen, um zu provozieren, in dem Fall die wenigen Anhänger des FC Linz. Passiert ist aber nichts. Und unbeeindruckt von all dem haben die jungen Austrianer ihre Freunde, ihre Freude ausgekostet und robben neuen Abenteuern entgegen. Nach langer Zeit also wieder ein Sieg der Austria, die so brillant in diese Saison gestartet war. Wir sehen es hier schwarz auf weiß. Ja, und die Interviews beginnen wir mit einem, der sich heute besonders gefreut hat, weil er sein erstes Tor in der Bundesliga erzielt hat. Das erste Tor ist immer etwas ganz Besonderes. Ich freue mich riesig. Ich muss das Ganze erst verarbeiten. Wir haben heute 2:0 gewonnen. Wunderbar. Es war wieder mal seit 7. September der erste Sieg. Wir sind unheimlich glücklich und hoffen, dass es nächste Woche gegen Ried so weitergeht. Herr Werner, warum war vom Linzer Aufwärtstrend heute überhaupt nichts zu bemerken? Ja, es ist so, dass wir erste Viertelstunde relativ gut mitgehalten haben, auch gut attackiert haben mit dem 1:0, aber alles über Bord geworfen haben und nachher war es sicher das schlechteste Spiel in meiner Ära. Die Austria hat verdient gewonnen, wir waren vom Gegner zu weit weg, haben dann zweite Hälfte umgestellt, aber das Match war eigentlich in der Halbzeit entschieden. Herr Skoczek, was war der Unterschied heute zu den letzten 6 sieglosen Spielen der Wiener Austria? Ja, der Unterschied war, dass wir heute gewonnen haben und 3 Punkte eingefahren haben. Aber ich glaube, dass der Sieg verdient war. Die Mannschaft hat die erste Halbzeit sehr konzentriert gespielt, haben 2 schöne Tore gemacht. Wir haben aber noch etliche Torchancen gehabt. Von der Chancenauswertung hätten wir höher gewinnen müssen, aber trotzdem, ich bin zufrieden. Ja, ich glaube, man hat auch im Spiel teilweise gesehen, dass wir ein bisschen verunsichert sind. Es haben manche Aktionen nicht so geklappt, vor allem der letzte Pass, und an dem müssen wir arbeiten. Wie sehr schmerzt diese Niederlage in dieser gewohnten Umgebung? Die schmerzt mich so wie jede Niederlage, nämlich sehr. Wie gut wird heute das Abendessen mit Andreas Ogris schmecken? Sehr gut. Ob trotz dieser Niederlage? Trotz der Niederlage. Der Andi Ogris hat ihr Tor prophezeit. Ist er ein Prophet? Ist ein guter Prophet, wenn er das sagt, ja. Ja, eine neue Funktion für den gesperrten Andreas Ogris. Und ich begrüße im Studio jetzt den Kapitän der heutigen Austria-Mannschaft, nämlich den Toni Pfeffer. Neben allen Erfolgen oder neben dem letzten Erfolg der Austria jetzt natürlich die Frage an Sie, wie schaut es mit den Englischkenntnissen aus? Na ja, ich habe eine sehr gute Lehrerin gehabt in der Hauptschule. Englischkenntnisse sind eigentlich ganz gut. Auf Ihre Anspielung hinauf, glaube Sie, meinen Tottenham ist in der letzten Zeit noch ist nichts passiert, also es gibt keine Neuigkeiten. Man muss ein bisschen abwarten, wie sich das Ganze jetzt entwickelt und dann werden wir weitersehen. Irgendwo habe ich gehört, dass es nach dem Schwedenspiel wieder Verhandlungen gegeben hätte und dass die Austria auch der Ansicht ist, nach dieser famosen Leistung gegen Schweden könnte man ihren Preis ein bisschen hinaufschrauben. Nein, ich glaube, da sind, so wie der Ronny gerade gesagt hat, da sind Propheten am Werk und Hellseher. Dem ist nicht so, also mir ist da nichts bekannt. Es wird sicherlich alles seinen Weg gehen jetzt und jetzt muss man, wie gesagt, abwarten und
es läuft alles so, wie es... Und interessiert wären Sie? Natürlich sehr interessiert. Es hat noch kein Österreicher gespielt auf der Insel, also sagen wir mal so in der Premier League. Und wäre natürlich eine sportliche Herausforderung für mich. Das Spiel heute für die Austria, war das so ein bisschen wieder ein Umschwung, ein Neuanfang nach diesen 6 Spielen ohne Sieg? Ja, wir haben jetzt eine Durststrecke hinter uns. Es ist immer gut, wenn man dann nach einer so langen Zeit wieder mal einen Sieg heimfährt und Entschuldigung. Wir sind froh, dass wir jetzt wieder gewonnen haben und jetzt kann man wieder ein bisschen optimistischer in die Zukunft schauen. Sie sind ja einer der großen Routiniers in dieser Austria-Mannschaft. Sie geben der Abwehr Rückhalt und Sie haben auch der Abwehr der österreichischen Nationalmannschaft am vergangenen Mittwoch sehr geholfen. War das auch ein bisschen eine persönliche Genugtuung für Sie, dass Kenneth Anderson kein Tor gelungen ist und er dann auch ausgetauscht wurde? Ja, sicher. Wenn ein Gegenspieler ausgetauscht wird, ist das immer gut. Es ist sehr viel geschrieben worden im Vorhinein, eben das 6:0, auf das ist sehr oft angespielt worden. Es war sicherlich für mich eine Genugtuung, dass wir das irgendwo jetzt ein bisschen wettgemacht haben und ich bin froh, dass wir heute dort 1:0 gewonnen haben. Sie wirken viel selbstsicherer als noch vor ein paar Monaten. Wieso kommt das? Ja, im Fußball ist es so, einmal auf, einmal ab. Bei mir hat man das, glaube ich, ganz schön gesehen jetzt in der letzten Zeit. Ich habe im Nationalteam gute Spiele geliefert, bei der Austria dann wieder weniger gute. Es ist immer so ein Auf und Ab und ich glaube, das ist irgendwo das Schöne am Fußball. Was kann jetzt das realistische Ziel mit der Austria sein? Man hat am Anfang der Saison, hat man gehört, also bestenfalls ein Platz knapp vor dem Abstieg, dann kam dieser sehr gute Beginn mit Siegen, mit Spitzenplätzen und dann der Abfall. Was würden Sie sagen, ist das realistische Ziel bei der Austria jetzt? Ja, das Ziel kann nur heißen, dass wir irgendwie einen UEFA-Cup-Platz schaffen. Es wird sicherlich sehr schwer werden, aber ich glaube, es ist möglich. Man sieht es an den Resultaten, es kann jeder jeden schlagen und wenn wir jetzt halbwegs ein bisschen unsere Resultate eben in diese Richtung hin verbessern, dann ist das schon drinnen. Danke vielmals, Toni Pfeffer, dass Sie zu uns gekommen sind. Die Austria hat also endlich wieder einmal gewonnen. Wir kommen zu unserem nächsten Spiel und das ist Casino Salzburg gegen Punti.